Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von QSO4U hilft. Wir beschäftigen uns heute mal wieder mit Windows 10 und das Ganze aus aktuellem Anlass, denn die Frist für Windows 10 Upgrades, also für das kostenlose Upgrade, läuft ab. Und Microsoft hat es jetzt mal konkretisiert, das ist der 29. Juli und ab da wird ein Upgrade auf Windows 10 von Windows 7 oder Windows 8.1 kostenpflichtig sein. Deswegen gibt es immer wieder Anfragen, auch in meine Richtung, ja, soll ich jetzt upgraden? Ja, nein, wie sieht's denn aus? Kann ich mir die Lizenz irgendwie trotzdem noch über den 29. Juli retten? Es gibt eine Methode, die werde ich dann auch mal kurz beschreiben. Da ist es möglich, allerdings, wie ich dazu mal sage, das ist ein bisschen moralisch flexibel, denn die Lizenzbestimmungen von Microsoft erlauben eigentlich im Normalfall sowas nicht. Aber für den Privatnutzer kann es durchaus eine Möglichkeit sein, um einfach mal sein Windows 10, ja, sein Upgrade mal um ein halbes Jahr zum Beispiel herauszuzögern, weil irgendwelche Software vielleicht noch nicht läuft. Erstmal, warum soll ich upgraden? Soll ich upgraden jetzt nochmal, ja, kurz vor Fristende? Wie sieht es mittlerweile aus? Würden wir das empfehlen? Also, von unserer Seite her ist ein Upgrade auf Windows 10 auf jeden Fall empfehlenswert. Gerade für Gamer zum Beispiel, wenn man sich überlegt, die neue Hardware, also ich denke jetzt eher mal so an Grafikkarten, und dessen Treiber werden hauptsächlich nur noch für die neuen Betriebssysteme funktionieren. Also Windows 7 ist eigentlich das neue Windows XP, kann man fast sagen. Und das gilt natürlich für Treiber, das gilt aber auch für Sicherheit. Denn Windows 10 hat ganz andere Maßstäbe in Sachen Sicherheit, ist ein, ja, ist auch derzeit, muss man wirklich sagen, ist es für Hacker sehr lukrativ, für Windows 7 eben Exploits rauszubringen, und Windows 10 ist einfach noch nicht so weit verbreitet. Also gerade in Unternehmen ist eben Windows 7 noch vorherrschend und da ist es nicht so lukrativ, eben für Windows 10 Schadware rauszubringen, was nicht heißt, dass es da viel weniger gibt, aber es gibt schon ein bisschen weniger und es ist halt nicht so einfach, in dieses System einzubrechen. Für Leute, die Microsofts Cloud Services nutzen, denen ist sowieso prinzipiell zu empfehlen, auf Windows 10 zu gehen. Das kann man nicht anders sagen, denn da sind diese Features wunderbar integriert und man kann wunderbar seine ganzen Einstellungen und seine Daten synchronisieren mit OneDrive. Das geht zu einem gewissen Teil natürlich auch mit Windows 8.1 und mit Windows 7, aber es ist eben in Windows 10 wesentlich komfortabler und ich habe wesentlich mehr Features. Und man muss auch sagen, dass mittlerweile die Performance natürlich von Windows 10 wesentlich besser ist als von Windows 7 auf neuer Hardware. Also gerade die neuen CPUs, gerade ja, die neuen Mainboards und alles, die können viel besser ausgelastet werden, viel besser ja, genutzt werden mit Windows 10 als mit Windows 7 oder Windows 8.1, das ist einfach so. Deswegen, also aus unserer Sicht auf jeden Fall empfehlenswert, was nicht so cool ist, und wir sind eigentlich wirklich Windows 10 Befürworter, aber was Microsoft sich in letzter Zeit da so ein bisschen leistet, das ist jetzt, naja, also diese, wie soll ich sagen, Drückermethoden, wie Heise das hier auch schon geschrieben hat. Ich habe es mehrfach schon gehört, ich selbst habe es noch nicht gesehen, aber scheinbar haben die jetzt dieses komische Upgrade-Fenster hier ein bisschen umgebaut. Das heißt, wer oben auf das Kreuz klickt, was ja eigentlich immer dafür da ist, um ein Fenster zu schließen, einen Vorgang abzubrechen, der wird direkt ins Upgrade geleitet und es wird ein Upgrade durchgeführt. Man kann natürlich dann, indem man den Lizenzbestimmungen nicht zustimmt, kann man das wieder rückgängig machen, das Upgrade. Aber das ist natürlich ein Riesenaufwand, das Ding eiert erstmal alles durch. Und wer denkt in dem Moment dran, wenn er oben auf dieses Kreuz klickt, dass dann der Upgrade-Prozess eigentlich erst gestartet wird? Das sind so Sachen, die, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen Vertrauensbruch, von denen Microsoft da riskiert. Und die Leute, die nicht gleich upgraden oder die vielleicht jetzt sich noch immer wehren, das sind gerade die, die eigentlich Microsoft abholen müsste und schauen müsste, dass das Vertrauen wieder reingeholt wird, und die werden dann mit sowas gegängelt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung war, aber ja, diesen Fakt gibt es auf jeden Fall noch. Eine andere Geschichte, die auch noch
sehr wichtig ist, wenn man jetzt upgraden möchte. Es gibt ja auch diverse Billig-Tablets. Also ich habe neulich mal gesehen, es gibt für 70 Euro mittlerweile Tablets mit Windows 8 drauf. Und die kann man natürlich auch upgraden. Man kann es versuchen. Es wird aber schwierig, weil entweder ist es zu wenig Arbeitsspeicher drin oder die Platte, besser gesagt der Flash-Speicher, da ist keine normale Festplatte drin, auch keine SSD, weil das wäre zu teuer, sondern der Flash-Speicher ist so klein, dass ein Upgrade eigentlich kaum möglich ist. Das gibt's auch. Da gibt's natürlich Tricks. Also ich habe ein Tablet jetzt erfolgreich geupgradet mit einem externen CD- oder DVD-Laufwerk, besser gesagt. Das geht natürlich auch mit einem Bootstick, wo man Windows 10 draufbringt. Das haben wir zum Beispiel in unserem Video hier gezeigt. Da gibt es dieses Media Creation Tool für Windows 10. Und da kann man dann auch einen Stick erstellen und davon booten. Und dann ist es natürlich auch möglich. Aber wie gesagt, das größte Problem sind wirklich die Ressourcen. Und da ist oftmals dann nicht mal die Platte oder der Speicher das K.O.-Kriterium, warum es nicht funktioniert, sondern eher der Arbeitsspeicher. Und es gibt teilweise Tablets mit Windows, die unter 1 GB Arbeitsspeicher haben. Das ist aus meiner Sicht völliger Nonsens, also so einen Elektroschrott würde ich mir gar nicht kaufen. Ich habe selbst ein Tablet, wo jetzt der Arbeitsspeicher nicht so groß ist, also 2 GB ist ja heutzutage eigentlich fast gar nichts, aber das Teil performt richtig, da ist eine SSD drin. Und für die meisten Anwendungen reicht es halt auch schon. Wenn man da ein bisschen surfen möchte, mal ein Video gucken möchte, ein bisschen Bürokrams drauf machen möchte, dann reichen auch 2 GB. Man darf halt nicht wie am normalen PC. Also ich bin so jemand, ich habe 10.000 Programme gefühlt im Hintergrund offen. Und dadurch braucht das natürlich wahnsinnig viel Arbeitsspeicher. Da muss man ein bisschen haushalten, aber mit 2 GB geht es schon eher als mit 1 GB. Und man muss auch wirklich ganz klar sagen, also es wird wirklich knapp, dann da das Upgrade durchzuführen, beziehungsweise ab einem gewissen, also wenn es, ich glaube, unter 1 GB ist, bricht sogar Microsoft das Upgrade ab. Und es ist gar nicht erst möglich. Also da muss man gucken, macht es überhaupt Sinn, aber ich finde diese Geräteklasse sowieso, ja, ihr habt schon gemerkt, ich finde es wirklich nicht gerade lohnenswert, sich so ein Teil zu kaufen. Dann lieber noch 100 Euro drauflegen und man kriegt schon einigermaßen ordentliches Tablet, wie gesagt, mit 2 GB RAM oder noch mehr. Und damit kann man auch wunderbar arbeiten, aber alles, was so, ja, ich will schon fast sagen, unter 2 GB ist, naja, ja, das ist nicht so das Wahre. Aber das nun mal zum Thema Billig-Tablets. Dann gibt es natürlich noch das Argument, das kriege ich auch jedes Mal an den Kopf geworfen, dieses böse Microsoft sammelt so viele Daten, das ist total schlimm geworden mit Windows 10. Jein. Also natürlich, dadurch, dass Windows 10 ganz klar ein Cloud-Betriebssystem ist, dadurch, dass halt viel über die Cloud läuft, und wenn man diese Features aktiviert lässt, dann wird auch einiges verschickt. Doch schlimmer ist es zum Beispiel bei Leuten, die die Developer Preview, das ist ja diese spezielle Entwicklerversion, nutzen. Dann wird noch mehr an Microsoft geschickt und die empfehle ich gar nicht für solche Zwecke, dass man irgendwie produktiv damit arbeitet, sondern das ist wirklich nur zum Testen. Auch Microsoft zieht das wirklich nur zum Testen und vor und deswegen wird da auch so viel übermittelt, weil die wollen da eben, ja, wie sie immer so schön sagen, das Nutzererlebnis verbessern, dadurch, dass sie eben Daten sammeln und gucken, ja, wie wird was angenommen und was können wir an unseren Produkten optimieren. Da ist Microsoft natürlich nicht alleine auf weiter Flur. Also wenn man mal so guckt, wie viele Programme nach Hause telefonieren. Vor einigen Jahren war das immer noch ein Riesenthema, kann ich mich noch daran erinnern. Ah, diese Software telefoniert nach Hause und so. Da haben sich Leute dann so eine Alarm-Firewalls und so lokal installiert und so. Mittlerweile ist es normal, dass ein Programm nach Hause telefoniert und guckt hier, gibt es Updates, ist meine Lizenz noch in Ordnung, fühlt sich die Software wohl, kann man den Kunden noch was anbieten. Ja, es ist halt traurig mittlerweile. Es ist halt wirklich normal geworden, dass die ganze Zeit irgendwelche Programme mit dem Server vom Hersteller sprechen. Und da ist es halt auch ähnlich. Man muss das nicht gut finden, man kann aber vieles unterbinden. Da mache ich auch nochmal ein separates Video dazu. Man kann in Windows 10 sehr viel unterbinden.
Und das ist sogar ein Vorteil bei Windows 10. Man sieht vieles viel einfacher, was man früher mit Registry-Hacks oder irgendwelchen anderen Geschichten, Firewall-Einträgen etc. machen musste, kann man jetzt einfach mit einem einfachen, simplen Button abschalten. Und das ist natürlich eine ganz schöne Geschichte. Und da kommt dann auch wieder ein gewisser Datenschutz her. Und viele Funktionen sind einfach jetzt sogar noch präsenter dargestellt als früher. Früher, wie gesagt, war das alles ein bisschen schwieriger unter Windows 7 und Windows 8. Aber man muss auch wirklich sagen, natürlich, es wird jetzt mehr übertragen, also man muss auch mehr ausschalten. Es gibt natürlich auch mehr Features. Das ist natürlich, das geht damit einher, sag ich mal. Und dadurch, dass Windows 10 ebenso mit der Cloud verzahnt ist, geht es halt nicht mehr anders, dass da so viel Daten hin und her geschickt werden. Deswegen, also da lässt sich auch Abhilfe schaffen. Es gibt wirklich ganz, ganz wenige Anwendungsfälle, wo wir sagen würden, Mensch, da empfehlen wir ja bei Windows 7 zu bleiben oder Windows 8.1. Aber für die meisten Anwender ist es wirklich so, sollte man auf jeden Fall dieses Upgrade noch machen. Jetzt kommt noch dieser Grauzonentrick, sag ich mal, diese Geschichte, wie kann ich mir die Lizenz über den 29. Juli retten? Im Wesentlichen ist es eigentlich nichts anderes wie, ich ziehe mir ein Backup und mache das Upgrade ganz normal, egal ob ich jetzt die Daten behalte oder ob ich sage, mache ein Upgrade und verwerfe alle Daten. Ich habe ja noch ein Backup mit Windows 7 oder Windows 8.1, je nachdem. Und dann mache ich eine Aktivierung ganz normal. Wenn er dann sagt, yes, ich bin aktiviert, alles in Ordnung, ich fühle mich wohl, dann spiele ich einfach das Backup wieder zurück von Windows 7 und die Daten, also mein Mainboard. Und mein Lizenzschlüssel von Windows 7 oder Windows 8.1 ist bei Microsoft registriert als Windows 10 und fertig. So. Und dann kann ich nach dem 29. Juli hergehen und kann sagen, okay, ich bin jetzt soweit, ich kann jetzt umsteigen, lege eine Windows 10 DVD ein oder einen Stick, je nachdem, boote davon, mache eine Installation und die Aktivierung wird funktionieren. Und ich habe das Geld für die Lizenz gespart und habe vielleicht noch ein halbes Jahr mit Windows 7 oder Windows 8.1 gearbeitet. Also die Möglichkeit gibt's. Wie gesagt, ist in den Lizenzbedingungen nicht erlaubt. Aber das funktioniert und ja, muss jeder selbst wissen, ob er das machen möchte oder nicht. Aber das ist halt, wie gesagt, eher, naja, dunkel bis Grauzone, würde ich sagen. Gut. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht macht ihr noch ein Upgrade. Mich würde natürlich eure Meinung zu dem Thema interessieren. Da diskutieren wir natürlich gerne mit euch drüber. Seid ihr schon umgestiegen? Wollt ihr noch umsteigen? Habt ihr vielleicht Probleme gehabt mit Windows 10? Schreibt es uns. Schreibt uns auch gerne eine Mail oder postet in unser Forum. Wir haben ja die Kurse for You Community, unser Forum. Da könnt ihr natürlich posten, bis der Arzt kommt und wir können uns da auch ein bisschen austauschen. Das ganze Team von Kurs4U ist da natürlich auch drin und das ist ganz nett, wenn da so eine kleine Community auch noch entsteht. Und man merkt halt oftmals, dass auch da das Niveau im Forum natürlich wesentlich höher ist als auf YouTube oder auf YouTube hauptsächlich oder Facebook. In diesem Sinne, euch noch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Steffen Kolb von Kurs4U Tech.